In den letzten Jahren gab es immer neue Regelungen, die unser Leben sicherer machen sollten. Altbekannt ist ja die Überwachung der sogenannten gefährlichen Orte. An diesen kann die Polizei Videoüberwachung zur Gefahrenabwehr einsetzen. Zum Beispiel, wenn vermutet wird, dass es sich um einen Ort handelt, an dem besonders viele Drogen gedealt werden. Wenn dann jedoch Kameras aufgestellt werden, verschiebt sich die Kriminalität einfach nur an einen anderen Ort. Außerdem können an diesen gefährlichen Orten ohne konkreten Verdacht PassantInnen und AnwohnerInnen kontrolliert werden. Der Clou an der Sache ist, was ein gefährlicher Ort ist, muss die Polizei gar nicht öffentlich angeben. Begründungen, die ändern sich eh immer wieder. Also kann es sein, dass wir an einem Tag an einem gefährlichen Ort leben und am nächsten nicht mehr. Und all das ist möglich durch das am 01.01.2020 in Kraft getretene neue sächsische Polizeigesetz. Dieses hat in puncto Überwachung auch noch ganz andere Sachen zu bieten. Demnach ist nämlich der gesamte Grenzbereich zu Tschechien und Polen nicht mehr sicher. Und die Polizei kann in einem Gebiet von der Grenze aus gesehen 30 Kilometer weit ins Landesinnere reichend anlasslos Video überwachen. Kurz um das klarzustellen, das ist die Hälfte der Fläche Sachsens und umschließt auch Teile von Dresden und Chemnitz. Und die Polizeigesetze sind ja nur der Anfang. Seit diesem August haben wir eine Fingerabdruckspflicht im Personalausweis. Oder der ganze digitale Bereich. Es werden immer mehr Daten von uns erfasst, obwohl unsere Behörden bei der Digitalisierung absolut hinterherhinken. Auch haben die regierenden Parteien nicht verstanden, was in Bezug auf Digitalisierung und Datenschutz wichtig ist. So werden für die Überwachung von uns Sicherheitslücken in Systemen bewusst nicht geschlossen, damit diese für Staatstrojaner genutzt werden können. Und alles unter der arroganten Annahme, dass diese Lücken nicht auch von Dritten genutzt werden. Und das sind alles nur Beispiele, wie von staatlicher Seite immer mehr in unsere Privatsphäre eingegriffen wird. Dabei machen diese Überwachungsmaßnahmen unser Leben nicht sicherer, sie schüren nur mehr Angst. Deshalb setzen wir PiratInnen uns gegen diese Überwachung ein. Denn wir stehen für Freiheit und digitale Kompetenz.